Und wir sind immer noch beim Thema Zeit. Wir hatten das Thema mein Tag, wir hatten das Thema die Uhr, dann hatten wir eine Sekunde, eine Minute oder eine Stunde. Und heute geht es jetzt um den Kalender. Der Kalender. Der Kalender, ich habe euch hier ein paar Kalender mitgebracht. Moment. Hier, alle Kalender bei mir zu Hause gesucht. Ich habe hier zum Beispiel einen Kalender, einen Lama-Kalender, sind lauter Lamas drin. Hier haben wir zum Beispiel April, dann sind hier die einzelnen Tage und der Sonntag ist immer rosa. Hier kommt dann der Mai, Juni, Juli, August. Ich habe auch noch andere Kalender, die zeige ich dir später, aber zuerst. Ups, muss ich jetzt ein bisschen runter. Zuerst singen wir. Schluss. So, jetzt kommt die Gitarre auf die Seite. Nicht, dass er mir wieder umfällt. Moment. So, den Computer wieder hoch. Okay. Ich habe euch einen Kalender gezeigt. Ich zeige euch noch einen anderen Kalender. Der ist ein bisschen größer. Das hier ist zum Beispiel ein Kalender von meiner Familie. Das ist Silas. Das ist mein Neffe aus Deutschland. Hier steht kein Monat drauf. Hier steht nur die Nummer drauf, 04. Welches ist der vierte Monat? Januar, Februar, März, April. Genau. Und hier habe ich die Geburtstage noch eingeschrieben von meiner Familie. Dann hier ist 5. Welcher Monat ist der fünfte? Was kommt nach dem April? Mai, richtig. Hier unten steht das Jahr 2020 und dann haben wir alle Zahlen von 1, 2, 3 und hier ist immer der Sonntag, der Sonntag, der Sonntag, der Sonntag. Das ist Annika. Eine andere Annika, nicht die Annika, die bei uns war. Und so geht es weiter. Der sechste Monat, der siebte, der achte. So, ich habe jetzt nochmal einen Kalender, der ist ganz groß. Da sind wir auch gerade im April, da ist wieder 4 für April, Januar, Februar, März, April, das Jahr und hier sind die Tage mit den Wochentagen. Mo ist, nee, Mi, Entschuldigung, Mi ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Diese Tage sind oft die Tage, wo keine Schule ist. Da ist Samstag, Sonntag und hier ist noch ein Feiertag in Deutschland. Genau, das sind meine Kalender. Jetzt brauchst du entweder einen Kalender von dir, frag mal deine Mama oder deinen Papa, ob du einen Kalender hast, oder wenn du keinen Kalender hast, dann kannst du auch den Kalender hier im Jojo nehmen. Der ist leider von 2019, ist aber kein Problem. Ja? Ich sage dir,
ein Datum und du suchst dieses Datum in deinem Kalender. Wenn du keinen Kalender hast, drück kurz auf Pause, such einen Kalender oder such dein Jojo auf der Seite 32 und dann geht's los. Ja? Okay, suche bitte den 1. Januar. Suche bitte den 1. Januar. Das ist bei mir hier, der 1. Januar. Suche bitte bei dir im Kalender den 1. Januar. Du kannst immer auf Stopp drücken und ich mache dann das neue Datum. Wenn du es gefunden hast, machst du weiter. Ja? Suche bitte den 3. Mai. Suche bitte den 3. Mai. 1., 2., 3. Mai. Geh wieder auf Stopp und suche. Suche bitte den 14. November. Auf Stopp und suche. Suche bitte den 24. Dezember. Und zuletzt suche noch den 31. März. Ja? Okay. Du kannst es auch noch ein bisschen mit deiner Mama und mit deinem Papa spielen. Deine Mama, dein Papa sagt dir ein Datum und du suchst es, damit du lernst, dich im Kalender zu orientieren. So, in jedem Kalender gibt es immer 4 Informationen. Nicht immer gibt es 4, aber meistens gibt es 4. Es gibt den Tag. Ich suche jetzt mal in meinem Kalender eine Seite. Du siehst immer den Tag. Zum Beispiel hier, der 3., der Dienstag, ist ein Tag. Du siehst ein Tag. Du siehst die Woche. Hier von Montag bis Samstag ist eine Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Eine Woche. Du siehst einen Monat. Das ist einen Monat. Und du siehst dann auch das Jahr hier. Du siehst hier den Monat und du siehst das Jahr. Hier ist März, das ist die Nummer 3, ist der 3. Monat, das ist die ganze Seite. Und das ist 2020. Nochmal, du siehst im Kalender den Tag, die Woche, den Monat und das Jahr. Ja, das sind auch die Informationen, die du hier hinschreiben musst. Ich helfe dir mal. Ich wische das jetzt mal weg. So, im Kalender siehst du einen Tag. Das hast du schon. Ein Tag. Jetzt hier. Was war das nach einem Tag? Was sind 7 Tage? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist eine Woche. Eine Woche. Platz machen. So. Eine Woche. Das schreibst du bitte hier hin. Dann hast du ein Tag, eine Woche und einen Monat. Ein Monat. Januar ist ein Monat, Dienstag, Januar, Februar ist ein Monat, März ist ein Monat und alles zusammen ist ein Jahr. So, fertig? Wenn du noch nicht fertig bist, drück auf Stopp und wenn du fertig bist, mach weiter. Ich wische das jetzt wieder weg. Und jetzt ist hier unten noch eine Frage. Moment.
ein Jahr hat Monate. Wie viele Monate hat das Jahr? Bei dem Lied singen wir die Monate. Januar, Februar, März, April. Na, 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 na. Mai, Juni, Juli, August. Na, 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 na. September, Oktober, November, Dezember. Wie viele Monate sind das? Richtig. Das sind 12 Monate. Jetzt muss ich meine Kreide suchen. Weiß ja nicht, wo ich sie hingelegt habe. Ein Jahr hat, ist mir runtergefallen, hier ist er wieder, hat 12 Monate. Ein Jahr hat Wochen. Wie viele Wochen? Eine Woche ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wie viele Wochen hat ein Jahr? Was denkst du? Du kannst in einem Kalender mal zählen. Du kannst auch jemand fragen. Ein Jahr hat ungefähr 52 Wochen. Ungefähr, das ist nicht exakt. Und jetzt kommt noch die letzte Frage. Ein Jahr hat Tage. Wie viele Tage hat ein Jahr? Schau mal in deinem Jojo. Jede Zahl ist ein Tag. Wie viele Tage hat ein Jahr? Das sind viele. Das sind 365. Ein Jahr hat 365 Tage. So, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!